Ich möchte heute mal ein ganz kurzes Video drehen, hoffe ich. Und zwar möchte ich das Thema Toleranz ansprechen oder mal versuchen, für mich zu definieren. In den letzten Tagen, Wochen bin ich ziemlich oft ja, an Dinge und Situationen gestoßen, wo ja doch eher negative Emotionen in mir ausgelöst wurden. Unverständnis meinerseits in gewisser Weise. Und ja, den ausschlaggebenden Punkt, vielleicht dieses Video zu drehen, gab es dann, als mir jetzt die Frage gestellt wurde oder als mir gesagt wurde, ja, man hätte gedacht, ich sei toleranter. Und das habe ich dann zum Ansporn genommen, mich wirklich mal für mich aktiv damit auseinanderzusetzen, was bedeutet eigentlich für mich Toleranz und wo sind da meine Grenzen? Toleranz bedeutet laut ja, Wikipedia-Definition, dass man eine, ja, eine andere Lebensweise, eine andere Denkweise oder ähnliches duldet. Ja? Das ist für mich schon mal ein ganz entscheidendes Wort, etwas zu dulden. Und die nächst höhere Stufe von Toleranz ist Akzeptanz. Also Toleranz heißt nicht gleich Akzeptanz. Wenn ich etwas toleriere, heißt es nicht auch, dass ich es zwingend akzeptieren muss, wenn wir jetzt wirklich mal so bei der Wortdefinition bleiben und das wirklich mal trennen wollen. Und ich denke, so ist das dann bei mir auch. Es gibt viele Dinge, die ich toleriere, also oder ich toleriere fast alles, aber ich akzeptiere es deswegen nicht. Als Beispiel könnte man zum Beispiel nehmen, dass natürlich andere, viele andere Menschen eine andere Sichtweise aufs Leben haben, eine andere Denkweise haben, über die Dinge anders denken, andere Wertvorstellungen haben als ich. Ja, und deswegen sind diese Menschen ja für mich nicht weniger wert oder dafür verurteile ich es jetzt nicht. Also ich toleriere das, ja. Nur ich nehme es dann eben nicht für mich an. Also ich habe trotzdem für mich eine andere Denkweise, ja, und toleriere es aber, dass ein anderer Mensch eine andere Denkweise hat. Und so ist es zum Beispiel auch, wenn man Freunde hat. Also die Menschen, mit denen ich befreundet bin oder Menschen, mit denen ich näher bekannt bin, Kontakt pflege regelmäßig, die haben teilweise sehr unterschiedliche Meinungen, Sichtweisen, Denkweisen zu verschiedenen Themen, wo ich dann für mich, für meinen Teil dann auch denke, okay, ich kann es nicht wirklich nachvollziehen, dass man so denken kann in manchen Punkten, aber ich toleriere es. Es ist trotzdem ein Mensch, den ich mag, trotzdem ein Mensch, mit dem ich befreundet bin, mit dem ich gut bekannt bin, ein Mensch, den ich wertschätze. Ja, das ist für mich Toleranz. Und ich unterhalte mich natürlich auch gerne oder ich tausche mich auch gerne über solche Meinungen dann aus, über unterschiedliche Meinungen, aber ich muss es nicht. Also wenn jemand zu mir sagt, hey, das ist meine Meinung und gut ist, ja, dann ist es für mich auch völlig in Ordnung. Nur wenn mich jemand fragt, ja, wie siehst du das, dann antworte ich eben auch so, wie meine Meinung ist. Natürlich äußert man teilweise auch Kritik. Diese Kritik äußere ich dann aber nicht, um irgendwie dem anderen Menschen Fehler aufzuzeigen, weil es ist ja nur, dass jemand eine andere Meinung hat, Yoda war gerade hier, heißt ja nicht, dass es ein Fehler ist oder dass er falsch denkt, es ist ja nur eine andere Sichtweise zu meiner. Also Kritik heißt nicht, irgendwie Fehler aufzuzeigen, den Menschen schlechter machen, mich besser machen oder sonst irgendwas, sondern Kritik ist für mich eigentlich nur, dass ich meine Meinung dazu äußere und ja, verlautbare, dass ich das vielleicht nicht ganz verstehen kann, dass ich es nicht ganz nachvollziehen kann oder mich freuen würde, wenn der Mensch vielleicht auch mal einen anderen Blickwinkel darauf bekommt. Also wenn wir jetzt die ganze Zeit nur in unserer eigenen Meinung leben und gar nichts anderes mitkriegen wollen oder hören, dann können wir auch gar nicht erleben, dass es vielleicht auch andere Denkweisen gibt, die uns ja vielleicht sogar näher kommen. Ja, also, aber das würde jetzt auch mit Kritik zu weit führen. Das ist nochmal extra Vlog-Thema, was ich irgendwann machen möchte, Kritikfähigkeit. Ja, und tolerieren heißt eben nicht akzeptieren. Und deswegen, es gab auch schon ja, Anfragen an mich, wie ich denn mit dem oder
Hinten wird gerade von Yoda gefoltert und abgestürzt. Anfragen, wie ich denn mit dem oder der befreundet sein kann oder Kontakt haben kann oder weiterempfehlen kann oder sonst was, weil da doch mal das und das geäußert wurde oder da und da die Meinung vertreten wird und alles. Aber es ist ja, also es hat ja mit mir eigentlich nichts zu tun, wenn ich mit einem Menschen befreundet bin und man hat doch nie nur Menschen in seinem Umfeld, die immer der gleichen Meinung sind oder man, mit denen man sich in jeder Sache grün ist, ja. Also ich möchte da halt dann auch kein Mensch sein, der für den es dann nur noch Schwarz und Weiß gibt. So zum Beispiel, ja, ich lebe jetzt ein relativ spirituelles Leben in vielen Punkten, und dann darf ich aber auch nur noch Freunde haben, die auch spirituell sind. Ja, ist für mich halt auch für mich selber Schwachsinn. Also ich mag den Menschen nicht aufgrund seiner spirituellen Entwicklung, ja, sondern ich mag jeden Menschen wegen ja, ganz eigenen Dingen und auch, weil ich einfach mit diesem Menschen verbunden bin. Ich bin mit jedem Lebewesen verbunden und deswegen gebe ich auch ja, jedem Lebewesen quasi eine Chance, ja, es erstmal kennenzulernen. Und natürlich gibt es Menschen, mit denen passt man einfach nicht gut genug zusammen, da gibt es nicht genug Übereinstimmungen. Und ja, und dass ich halt das Tolerieren nicht gleich akzeptieren ist es dann auch so, dass ich wirklich ehrlich bin. Gerade auch, wenn mich Menschen anschreiben, die vielleicht Hilfe von mir wollen. Und ich bin dann niemand, der da irgendwie dann Honig um den Mund schmiert, sondern ich sage dann auch klar, was ich davon halte. Das ist für mich ganz wichtig, um jemandem zu helfen, dass ich da wirklich deutlich bin. Natürlich nicht, muss ich ja nicht immer mit der Wand ins Haus fallen, mit der Tür ins Haus fallen, so. Und bei manchen Menschen muss man vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein als bei anderen, aber es hilft niemandem, wenn ich da sage, ja. Komm, suhl dich weiter im Selbstmitleid, mach alles, was dir einfach ist. Nein, man muss dann auch aus seiner Komfortzone rauskommen, ja, um sich selbst heilen zu können. Das ist ganz wichtig und auch um Hilfe annehmen zu können. Ja, jetzt bin ich ganz schön weit vielleicht vom Thema abgekommen und vielleicht doch nicht gar nicht so weit. Also Toleranz ist wirklich ein interessantes Thema, wo man sich für sich selbst vielleicht echt mal die Gedanken machen sollte. Ich verstehe auf jeden Fall jetzt ein bisschen mehr, was Toleranz für mich bedeutet. Und ja, habe jetzt auch nicht so mehr so das schlechte Gewissen, wenn jemand sagt, so, ey, du tolerierst meine Meinung ja gar nicht. Doch, ich toleriere Meinungen, aber das heißt ja nicht, dass ich nicht so ehrlich sein kann, zu sagen, was ich davon halte. Ja, ich verurteile niemanden, aber ich bin auch ehrlich, wenn zum Beispiel jemand ja, aktiv jemand anderen verletzt. Oder dabei mithilft, eben, dass jemand verletzt wird, die Gefühle eines Menschen oder sowas. Oder jemand da auch einfach zuschaut. Ja, dann sage ich auch ganz klar, was ich davon halte. Und dann distanziere ich mich teilweise auch erstmal davon, diesem Menschen vielleicht weiterhelfen zu können, weil da für mich dann ja, die Energien halt nicht mehr so richtig passen. Ja. Oder ja, wenn ich weiß, dass der andere Mensch kritikfähig ist, dann nenne ich halt auch generell meine Meinung, wenn die sehr stark davon abweicht und versuche mich aber auch zu erklären. Also ich sage dann nicht einfach nur, hey, das ist scheiße, sondern ich erkläre dann auch ganz gerne oder ich erkläre gerne, warum ich der Meinung bin, dass es für mich nicht richtig ist. Ja, und es gibt Menschen, mit denen kann man sich da wunderbar austauschen und da geht es dann gar nicht darum, dass einer von beiden von seiner Meinung abweicht. Es geht nur darum, dass man sich gegenseitig versteht, ja, was denn dahinter steckt. Ja, und wenn ich aber merke, dass es Menschen gibt, die wirklich gar nicht kritikfähig sind, dann lasse ich das auch lieber, weil wenn es irgendwo nichts bringt, das ist genauso wie jemand krampfhaft zu versuchen zu helfen, der aber keine Hilfe annehmen will. Das ist dann wirklich für Energieverschwendung. Und da trete ich dann auch lieber einen Schritt zurück und ja, lass es erstmal und vielleicht gibt es ja irgendwann den Moment, wo man es dann doch mal ansprechen kann, wo der andere sich ein bisschen mehr veröffnet. Ja, aber einmal als Fazit, um unter den 10 Minuten zu bleiben. Tolerieren heißt nicht akzeptieren. Also verzeiht mir, wenn ich auch mal ganz offen und ehrlich meine Meinung sage. Ich meine es nie böse oder persönlich. Und ich erkläre sehr gerne, warum ich eine andere Meinung habe und freue mich auch, wenn die Erklärung von eurer Seite kommt, wie es zu eurer Meinung kommt. Aber für mehr Nächstenliebe und Mitgefühl. Om Shanti.